Ich möchte Ihnen erzählen, was mich beschäftigte, als ich heute hierher kam. Ich dachte über die gestrige Diskussion zwischen mir und meinem Kollegen Fasel nach. Er wurde über Bechet, einer Telefon-Chat-Hotline, mit Islamhass konfrontiert und reagierte daraufhin mit verbaler Gewalt. Als er aufregte, sagte ich ihm, es sei falsch, wie er reagierte. Und er fragte mich, wieso es falsch sei. Er habe nur seinen Glauben beschützt. Gute Frage, was? Wieso ist es falsch, wie er reagierte? Ich sage Ihnen, was ich ihm sagte. Ich sagte, Fasel, um Respekt und Akzeptanz. Als Muslim, als Mensch, verlangen zu können, musst du es erst geben. Du kannst keinen fremden Hund schlagen und dich danach beschweren, weil er dich daraufhin beißt. Womit ich auch an meinem nächsten Thema anknüpfe. Gewalt erzeugt nur Gegengewalt. Wenn einer eine schlechte Meinung von Muslimen hat und dich das stört, überzeuge ihn vom Gegenteil. Überzeuge ihn, dass nicht alle Muslime Terroristen und Unmenschen sind. Und das musst du ihm nicht einmal sagen. Behandle ihn einfach, wie du selbst behandelt werden möchtest. Respektvoll, friedlich, also menschlich. Damit ein harmonisches Leben hier in Deutschland bzw. auf der ganzen Welt möglich ist, müssen wir leben und leben lassen. Ich vergleiche uns Menschen mit Blumen. Sie haben alle denselben Ursprung. Sie wachsen auf, blühen auf und verändern sich im Laufe der Zeit. Es gibt nicht nur weiße und rote Blumen, sondern auch gelbe, orangene, blaue und violette und hunderte von anderen Farben. Jeder einzige ist eigen, dennoch sind sie im Endeffekt alle dasselbe. Eine Blume.